Wir leben in aufregenden Zeiten. Noch nie war es so einfach, in rasender Geschwindigkeit Informationen zu sammeln und mit anderen zu teilen. Und noch nie war es so einfach, sich bei all dem zu verzetteln. Denn während uns manchmal schon ein klingelndes Smartphone von der Arbeit ablenkt, sind wir dann wieder so fokussiert, dass wir kaum mitkriegen, was um uns herum passiert. Das war knapp, zeigt aber auch, Ablenkung ist eine Schwäche des Gehirns. Psst. Das Gleiche gilt für die Konzentration, gerade wenn man intensiv auswendig lernt. Denn wir sind keine Rechenmaschinen, die stumpfsinnig Daten verarbeiten. Wir vergessen manchmal was und bringen Sachen durcheinander. Wir können uns für Langweiliges nur schwer motivieren und schweifen verträumt ab. Aber es sind genau diese Schwächen, hinter denen die wahre Denkpower unseres Gehirns sitzt. Dass wir uns so leicht ablenken lassen, ist wichtig, um auf neue Ideen zu kommen. Ein gutes Gedächtnis funktioniert nur, wenn man auch mal was vergisst. Und dass wir Sachen so schwer auswendig lernen, hilft uns, um sie zu verstehen. Es sind genau diese Schwächen und Ungenauigkeiten, die uns von einer unkreativen Maschine unterscheiden. Man muss nur genau hinschauen, dann sieht man, Irren ist nützlich.